Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe es wieder getan, ich war einkaufen. Weil ich ja nicht schon genug habe, habe ich ein bisschen was eingekauft. Und zwar war ich bei DM auf jeden Fall und Müller. Genau, DM und Müller war ich. Sonst, und ich habe was zugeschickt bekommen, das zeige ich euch auch noch. Ja, und das wollte ich euch zeigen, was ich so bei DM und Müller mitgenommen habe. Es war auf jeden Fall wieder einiges. Ja, und würde ich sagen, reden wir nicht lange, sondern fangen wir gleich an. Bevor wir aber anfangen, schaut natürlich oben in der Infobox vorbei. Da sind alle aktuellen Gewinnspiele verlinkt. Also hier oben, glaube ich. Da sind alle aktuellen Gewinnspiele verlinkt. Da auf jeden Fall vorbeischauen. Es läuft auf jeden Fall das Valentinstags-Gewinnspiel. Kann auch sein, dass das Glowback-Gewinnspiel noch läuft. Müsst ihr gucken. Genau, 600 Amadenten-Special-Gewinnspiel. Aber wie gesagt, ich verlinke euch alles hier oben. Schaut auf jeden Fall nach dem Video hier vorbei. So, und dann gucken wir, was ich mir gekauft habe. Das erste, was ich mir geholt habe bei DM, das war tatsächlich, ich war zweimal bei DM. Das war aber, als ich das erste Mal da war, habe ich das gekauft, und zwar von Nukao Original Almond Sea Salt Riegel. Und da gibt es noch einen zweiten. Ich schreibe es euch unten hin, wie der heißt, ich weiß es nicht. Das ist so ein heller Riegel und die habe ich gesehen im Internet und ich wollte die unbedingt probieren, weil die so lecker aussehen. So wahnsinnig lecker. Und ja, dann wollte ich jetzt einfach, ich glaube, dass ich den jetzt auch aufmache. Ja, ich habe heute Cheat Day, weil es Valentinstag ist und wir sehr ungesund essen und Wein trinken und so weiter. Und probiere jetzt mal ausnahmsweise mit euch, wenn ich ihn aufbekomme. Den hellen, den habe ich auch schon am letzten Cheat Day gegessen und der war so lecker. Das ist auch nicht so eine feste Schokolade, sondern eher so eine, ja, so eine weiche, finde ich. Und dunkle mag ich eigentlich nicht so gerne, aber mal gucken, wie die schmeckt. Sieht auf jeden Fall lecker aus. Auch hier wieder mega weiche Schokolade. Man schmeckt auf jeden Fall das Sea Salt raus, was ich sehr gut finde. Und hat auch dieses Kernige drin durch die Mandeln. Also ich finde, das ist eine schöne Mischung. Der ist gut. Der ist echt gut. Ich werde mir beide auf jeden Fall nochmal kaufen. Mega gut. Dann war ich bei Müller. Bei Müller habe ich mir einmal gekauft. Das war im Angebot tatsächlich. Citrus Noon Hahn Hydrating Hand Sanitizer. Genau, das ist ein Desinfektionsspray. Das war runtergesetzt. Riecht schön nach Zitrone. Riecht auf jeden Fall nach Zitrone. Und noch Desinfektionsmittel. Und danach riecht es tatsächlich so leicht zitrisch, würde ich sagen. Jetzt nicht so krass nach Zitrone, aber so leicht zitrisch. Also das werde ich mir auf jeden Fall in die Handtasche packen. Finde ich auch sehr, sehr gut. Dann habe ich mir noch, beziehungsweise habe ich zugeschickt bekommen, durfte ich testen. Und zwar, unser Kundenliebling, die Ultra Facial Cream, schützt deine Hautbarriere für eine gesündere, für aussehende Haut mit 24 Stunden Feuchtigkeit. Und zwar, ja, wurde ausgeschrieben, dass ein paar diese Creme testen können. Da musste man sich einschreiben und dann bekommt man was zugeschickt. Beziehungsweise kann man ausgewählt werden, um was zugeschickt zu bekommen. Und zwar ist das von Kiehl's, die Ultra Facial Cream, 24 Stunden Lightweight Hydrating Formula. 7 Milliliter, so ein kleines Tiegelchen. Ja, und die darf ich jetzt testen. Und da hinten steht dann drauf, was ich machen muss, beziehungsweise was da drin ist und so weiter. Die Feuchtigkeitscreme versorgt deine Haut bis zu 24 Stunden intensiv mit Feuchtigkeit und schenkt dir einen vitalen Tag. Ausgewählte natürliche Inhaltsstoffe wie Saxkalan aus Olive sorgen für maximale Hydration und Pflege. Darüber hinaus sorgt der Gletscher Glykoprotein für den Schutz deiner Hautbarriere. Also die werde ich auf jeden Fall wahnsinnig gerne testen. Ich habe mich auch sehr darüber gefreut, dass ich die testen darf. Ja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Ist auch eine schöne Größe zum Testen, finde ich. Und Kiehl's ist teuer, also da kaufe ich nichts, bevor ich es nicht vorher getestet habe. Dann habe ich als nächstes geholt. Diese Maske, die habe ich tatsächlich jetzt vor kurzem erst gemacht. Und die war echt gut. Also ich habe die, ich glaube, 40 Minuten lang einwirken lassen oder 35 Minuten, irgendwie sowas. Und nach, also es war nicht, nach 5 bis 7 Tagen hat sich die Haut noch nicht gelöst. Ah ja, steht ja eh, kommt bis zu 14 Tage dran. Okay, dann ist die Maske nicht mal schuld. Bei mir hat es tatsächlich, ich glaube, 8 Tage gedauert. Dann hat sich die Haut gelöst. Und meine Füße waren so weich danach. Alles ist wirklich super runtergegangen. Man konnte fast die Haut wirklich ganz abziehen. Hätte nicht gedacht, dass die funktioniert, weil ich glaube, ich hatte mal ein Video gesehen, bei der es nicht funktioniert. Bei mir aber tatsächlich schon, deswegen habe ich die auf jeden Fall jetzt wieder geholt. Auch meine Mama wollte sie haben. Ich hätte jetzt ein Bild, aber das blende ich nicht ein, weil das will keiner sehen, glaube ich. Aber da ist die Haut wirklich super schön runtergegangen. Die Hornhaut war weniger, nicht ganz weg, aber sie war auf jeden Fall weniger. Also bin begeistert und ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich die jeden Monat mache. So billig ist die nicht, ich glaube. Ich glaube, ich habe sogar einen Kassenzettel dabei, die ich aber nicht finde. Okay, doch kein Kassenzettel. Ich glaube, die kostet 3,79 Euro so um den Dreh, aber die funktioniert tatsächlich. Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, was von, wie heißen die, Summerfood oder, ja, ich glaube Summerfood heißen die, wie viel da die Masken kosten, ich glaube 20 Euro. Also die funktioniert auch. Ich glaube, dass vielleicht die Summerfood noch ein bisschen mehr runterbringt, aber das reicht mir auf jeden Fall mit meinen Füßen. Also da war ich auch sehr, sehr begeistert und die werde ich mir jetzt jeden Monat noch kaufen. Dann habe ich mir noch bei DM gekauft, weil alle so davon schwärmen und ich es unbedingt testen will. Ecovia.
Die haben alle so wahnsinnig davon geschwärmt, das sind 25 Spülungen. Sensitive Waldspüler, Apfel, Blüte und Mandel pflegt sanft erfrischt mit pflanzenbasierten, biologisch abbaubaren Inhaltsstoffen. Ja, natürlich gut, wenn die gut sind. Da hat meine Mama letztes Mal drüber gelacht über den Kommentar. Sensitive Waldspüler, Gardenie und Vanille pflegt sanft und erfrischt. Ja, das sind einfach naturbasierte Weichspüler. Weiß nicht, wann war das letztes Jahr, als da rauskam, dass da tierische Produkte drin sind. Und seitdem bringen sie eben auch Weichspüler raus, wo keine tierischen Produkte drin sind. Ich wollte eigentlich den von Kuschelweich testen, habe aber dann geguckt, der von Kuschelweich hat 1,79 gekostet. Und der ist größer als der von Kuschelweich. Der hat 1,29 gekostet und habe ich gesagt, ich nehme den mit. Also den von Kuschelweich, den werde ich auch noch testen, aber der hat auch bei meinen YouTube-Kolleginnen nicht so gut abgeschnitten, die wo ihn bis jetzt getestet haben, waren meistens nicht so begeistert, aber von dem waren bis jetzt alle begeistert. Deswegen musste die einfach mit. Also Ecovert, ich bin gespannt, wie ich ihn finden werde. Ich hoffe, dass er so gut ist, wie alle sagen. Ja, dann habe ich noch bei DM gekauft. Zwei Masken. Zwei Yuti-Masken. Ja, ich wollte eigentlich noch die iPads haben, diese Blitze und Herzen gab es da und Engelsflügel gab ich noch. Die habe ich aber leider nicht mehr gefunden. Also entweder die waren ausverkauft oder die haben die irgendwo anders hingeräumt. Ich weiß es nicht, aber ich wollte die unbedingt testen und zwar einmal die Energy Elixir Tuchmaske. Die super weiche Baumwollfasern helfen der Haut, das belebende Serum aus Pink Grapefruit, Hyaluron und Vitamin C optimal aufzunehmen und sorgen für einen frischen Glow. Und einmal die Deep Hydration Maske, die geschmeidig zarten Baumwollfasern helfen der Haut, das pflegende Serum aus Aloe Vera, Hyaluron und Vitamin E optimal aufzunehmen, um wertvolle Feuchtigkeit zu speichern. Also da bin ich auch wahnsinnig gespannt drauf. Ja, eigentlich hätte ich genug Masken, aber die mussten einfach mit und 95 Cent, also ich finde 95 Cent für eine Maske echt nicht viel. Dann muss ich gucken, was ich noch bei DM geholt habe. Ich glaube, ich habe das noch das bei DM geholt und der Rest ist vom Müller. Nein, das habe ich noch bei DM geholt. Und zwar habe ich mir einmal, ja, ich habe es bekommen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich wenigstens, also ich wollte wenigstens meine Reihe noch haben. Also Erde, ich bin Stier, wollte wenigstens meine Reihe noch haben, aber die Reihe kam ja, also die Limited Edition kam raus, als ich in Quarantäne war. Und eigentlich dachte ich, bis ich wieder rauskam, das waren immerhin 4 oder 5 Wochen, gibt es die nicht mehr. Aber es gab noch ein Spray bei dem einen DM von meiner Reihe. Und in dem anderen DM, wo ich dann das zweite Mal war, gab es noch meine Palette. Aber nur noch meine Palette. Und natürlich mussten die beiden Sachen mit. Ist, glaube ich, gut, dass ich die anderen Sachen nicht erwischt hätte, sonst hätte ich wieder die ganze LE gekauft. Und zwar einmal My Power is Earth Adventure Infused Hydrate and Prime Mist. Das ist halt so ein, ja, Priming Mist mit so Steinen drin. Und das finde ich einfach so schön. Das musste einfach mit. Und wenn ich bloß meine Reihe habe, das reicht auch schon. Und dann durfte ich einmal mit auch Essence My Power is Earth Eyeshadow Palette. Mit diesen wunderschönen Farben. Finde ich auch mega schön. Ja, die anderen Paletten wären auch schon schön gewesen. Aber da gefällt mir vor allem der grüne Ton, finde ich mega. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie der so funktioniert. Und da ich eigentlich eh schon genug Lidschattenpaletten habe, reicht auch die eine. Aber die musste ich unbedingt haben. Genau, und das ist die Farbe 02 Down to Earth. Musste sein. Musste leider sein. Dann war natürlich der Essence Sale. Da habe ich auch einiges eingekauft. Wir fangen mal mit dem unspektakulärsten an, würde ich sagen. Und zwar habe ich mir einmal gekauft, weil die aus dem Sortiment geht, warum auch immer. Essence My Skin Perfector Tinted Primer Instant Blur Effect Natural Matte Finish Light Beige. Genau, und die werde ich, die ist gar nicht so schlecht. Die verwende ich für die Nachtschicht, finde ich die sehr, sehr gut. Einfach nur als Base, ohne Make-up drüber, weil da verwende ich ja eh meistens bloß BB-Cream. Und da reicht dann der Primer und deswegen musste der jetzt einfach auf jeden Fall nochmal mit. Den gab es leider auch bloß noch einmal und deswegen ist er einmal mitgekommen. Genau, in der Farbe 010 Light Beige, habe ich glaube ich schon gesagt. Dann habe ich mir auch noch mitgenommen. Eigentlich wollte ich bloß eins mitnehmen, aber ich wusste aber nicht, welche Farbe. Und zwar Essence Stay All Day 16 Stunden Long Lasting Make-up, weil die bekommen ja jetzt eine neue Aufmachung und vielleicht auch eine neue Formulierung, das weiß ich nicht. Full Coverage and Oil Free. Und hier steht Waterproof drauf. Und zwar habe ich da einmal die 08 Soft Vanilla und einmal die 05 Soft Cream. Also hier sieht jetzt, ja, ich weiß nicht, was jetzt da heller ist. Keine Ahnung. Ich habe auch beide geswatcht, aber die sahen beide irgendwie gleich aus und deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme beide mit so viel. Ich glaube, so viel Unterschied ist da nicht und die heller ist, verwende ich dann halt im Winter und die dunkle ist, verwende ich einfach im Sommer. Ja, die wollte ich jetzt einfach testen. Dadurch, dass die runtergesetzt war, habe ich mir gedacht, nehme ich die jetzt mal mit. Ich habe sie tatsächlich noch nicht. Dann habe ich mir einmal gekauft, weil ich sie so gut finde. Ja, und eigentlich habe ich jetzt die mit dem magnetischen Eyeliner, aber ich musste sie trotzdem nochmal haben. Die Essence Lash On Lash Off Volumizing Magnetic Essence Lashes. Ja, und die gehen jetzt auch aus dem Sortiment. Das sind meine ersten Magnetwimpern, mit denen ich wirklich richtig gut klarkomme, beziehungsweise überhaupt die ersten Wimpern, mit denen ich richtig gut klarkomme. Und bei einer Wimper ist mir jetzt leider ein Magnet abgegangen. Ja, vielleicht könnte ich den auch nochmal festkleben, aber ich habe mir gedacht, ich nehme mir auf jeden Fall jetzt nochmal ein Backup mit. Dann habe ich einige
die Wimpern nochmal, wenn sie kaputt gehen, doppelt und kann diese dann verwenden. Also die mussten auf jeden Fall mit und die kann ich euch empfehlen, wenn ihr die noch bekommt. Es ist gewöhnungsbedürftig, aber ich finde die mit dem Eyeliner, die Wimpern sind auch gewöhnungsbedürftig. Obwohl ich sagen muss, dass die noch ein bisschen schwerer dran zu bekommen sind als jetzt die mit dem Eyeliner. Aber die mussten auf jeden Fall nochmal mit. Dann habe ich 2 Lippenstifte gekauft. Ich hoffe, die sind noch nicht dieselbe Farbe. Nein, nö. Und zwar die Stay 8 Hours Matte Liquid Lipsticks. Da sind auch ein paar aus dem Sortiment gegangen. Ich habe hier einmal die 07 Let's Chill und einmal die 09 Bite Me If You Can. Genau, einmal so ein Rot und einmal eher so ein dunkles Rosé-Farben. Ich habe tatsächlich auch keinen von denen, ja, weil ich so viele Lippenstifte eigentlich habe, dass ich keine mehr brauche. Aber ich habe mir gedacht, wenn die jetzt runtergesetzt sind, nehme ich mir nochmal 2 mit. Vielleicht sind die ja gut und dann kann ich mir mehr kaufen. Da bin ich auf jeden Fall wahnsinnig gespannt drauf. Und ich habe natürlich geguckt. Also eigentlich mache ich das nicht, aber ich hatte schon so oft, dass die Sachen angetatscht wurden. Ich habe es bloß so weit rausgedreht und geguckt, ob das schon verwendet wurde. Ja, und da sehe ich jetzt gerade, anscheinend wurde das schon verwendet. Na, das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Oder war das ich? Ich weiß es nicht. Ja, ich werde es trotzdem verwenden. Ich verstehe das immer nicht, warum die Leute das Zeug aufreißen müssen. Ich muss es dann auch aufreißen, weil ich gucken muss, ob das Zeug angetatscht ist. Es macht einfach dann keinen Spaß, nicht die Sachen zu kaufen. Also die 2 einmal. Dann habe ich mir natürlich auch geholt, die mussten sein. Mein Mann ist gerade was runtergefallen. Und zwar die Sprinkled Chrome Eyeshadows. Ich habe nämlich die normalen Chrome Eyeshadows, aber die Sprinkled hatte ich noch nicht. Dann habe ich mir jetzt auch 2 mitgenommen. Einmal die 02 Mercury und einmal die 03 Mars. Also einmal so ein rosa mit Sprenkeln drin. Und einmal so ein glänzendes Silber mit Sprenkel drin. Ja, ich würde sagen, ist Silber. Und die sind so gut. So wahnsinnig gut. Die sind super pigmentiert und deswegen mussten auch die mit. Also auch die alten, die es davor gab, waren schon echt mega pigmentiert. Und deswegen, die mussten auch mit. Also wenn ihr die noch bekommt, dann schnell zugreifen. Und dann das Letzte, was ich mir geholt habe. Natürlich, es gab sie noch. Also bei Müller gab es sie noch. Beim DM waren sie schon ausverkauft, bei beiden. Aber bei Müller gab es sie noch. Und natürlich musste ich sie mitnehmen, weil ich sie noch nicht habe. Und diese die Paletten echt gut sind. Und zwar habe ich mir einmal die Hallo Berlin Palette gekauft mit diesen Farben. Habe natürlich geguckt, dass sie nicht angefasst wurden. Sieht mega schön aus. Vor allem diese Glitzertöne einfach mega schön. Und auch das Grün. Voll meins. Und natürlich, ich habe sie schon einmal verlost, aber ich musste sie auch einmal haben. Konnichiwa Tokyo Eyeshadow Palette. Auch mega schön. Vor allem das Blau hier, da bin ich mega gespannt drauf. Und das Orange ist auch so schön. Ja, die mussten einfach mit. Die waren 50% billiger. Und die sind eh schon nicht teuer. Also, was will man mehr? Und das war es dann tatsächlich wieder mit dem Haul. Mehr habe ich nicht eingekauft. Das meiste habe ich reduziert gekauft. Ich weiß nicht, wie viel ich ausgegeben habe. Bestimmt 30, 40 Euro für das ganze Zeug. Ja, aber das musste mal wieder sein. Ich war schon mal nicht mehr einkaufen. Das war es dann auf jeden Fall mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, natürlich sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Lasst mir auf jeden Fall ein Abo da. Unten einfach auf den Abonnieren-Button klicken. Und lasst mir auch einen Kommentar da, ob ihr eines dieser Produkte schon kennt und getestet habt und was eure Meinung dazu ist. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende und so weiter und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!